Moin Leute, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz kurzen Runde von Noob to Commander. Ansonsten hätte ich es leider nicht mehr geschafft, überhaupt eine Folge aufzunehmen. Und da müssen wir uns jetzt einfach mal mit einer Runde auf der Map Hijack begnügen. Und zwar spielen wir mit der SMR, die ich persönlich vielleicht mal in einem Waffenspiel oder so gespielt habe, aber ansonsten glaube ich nicht. Wir schießen einfach mal. Okay, es hat kein automatisches Dauerfeuer. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze jetzt abgeht. Haben leider auch noch keine Aufsätze oder sonstiges. Gehen aber mal den schönen Weg hier. Und es ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestotrotz haben wir den Typen gerade umgenatzt. Und der weiß, dass wir gleich hier sind. Und gib ihm! Und da sind wir letztlich doch noch gestorben. Schade, schade, schade. Und dann werden wir mal weitersehen, ob wir hier noch den einen oder anderen töten können. Und jemand hat mich auch in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal während ich hier zocke, nicht mal über irgendwas reden könnte. Aber dann ist meine Konzentration noch mehr am Boden. Als sie sowieso schon ist. Also ich versuche mich da relativ viel zu konzentrieren und dabei jetzt noch irgendwas Sinnvolles von mir zu geben. Das ist in Minecraft oder sowas schon drin, aber eben in Call of Duty nicht unbedingt. Also da bin ich mehr so im Hirn-aus-Modus. So würde ich das so spontan mal formulieren. Nein, und der ist uns erwischt. Wow, sind hier viele. Alter Falter. If people are too far away. Keine Ahnung, worüber die beiden jetzt gerade reden. Ist aber auch Banane. Ich weiß nur, dass hier eine Mine. Danke fürs Blocken. So, wir werden mal schnell rüberschlawinern auf die andere Seite. Um da vielleicht den einen oder anderen zu töten. So, schauen wir mal hier oben. Ah, sieht ganz gut aus. Kein... Oh, doch, den kriegen wir doch auf jeden Fall. Und die beiden haben wir letztlich sogar getötet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guck mal hier längs. Hier vorne jemand. Oh, das ist einer von uns. Gott sei Dank war das nicht der Hardcore-Modus. Ansonsten ja, hätten wir schon wieder ein paar Probleme. Vor allen Dingen wurde ich das eine Mal sogar von einem Server gekickt, weil ich... Da hatte ich echt eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Und dann habe ich einfach auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Und ja, das war... Wow, snap! War keine gute Idee. Und dann bin ich irgendwie, glaube ich, nach 3 Teamkills vom Server geflogen. Zu Recht. Also ich meine, das geht natürlich nicht. Und da hat irgendjemand einen fiesen, fiesen Todbringer. Was ich jetzt ja gar nicht so favorisiere. Warte mal, wir müssen hier trotzdem mal längs. Warte mal, vielleicht schaffen wir es ja, hinter ihn zu kommen. Wenn wir jetzt ganz schnell längs gehen. Komm schon, schneller, 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 schneller. Ach Mist, jetzt ist der schon weiter nach vorne gegangen. Nein, dass wir den nicht bekommen haben. Was war denn da los? Nein! Oh Gott, was war das denn? Und vor allen Dingen, was war das denn von unserem Gegner? Heide Witzgeil. Mal, wir juckeln mal nach oben, obwohl ich glaube, hier ist schon jemand. Wow, ja! Ja, jemand von den anderen. Oh, da lungert er da wieder hinter letzte Vollhorst. Ja, wie ich sowas liebe. Also, das ist wieder einer von uns, aber wir jumpen einfach mal hier runter. Wow, alles cool, alles cool. Wo sind denn die ganzen Gegner hier? Obwohl, wir könnten nochmal probieren, ihn hier oben wegzuholen. Okay, er ist weg. Ich glaube, das war seine Leiche. Schade, schade, schade. Vielleicht ist jetzt mal unsere Zeit gekommen. Wir haben lange niemanden mehr getötet. Was ja vor allen Dingen, ich sehe ja auch gar keine Gegner. Hallo? Was ist hier los? Hallo, entschuldigen Sie, ich hätte gern ein paar Gegner. Am besten welche, die leicht umfallen und sich nicht wehren. Das wäre extrem awesome. Okay, gehen wir mal auch ebenfalls nach hier oben. Das kann doch nicht sein, seit wann haben wir... Wir sehen irgendwie keinen Gegner mehr. Da unten ist einer angeblich. Oh yeah. Oh, einer von uns. Das wäre zum Beispiel schon wieder im Hardcore-Modus ein Tod von uns gewesen. Jawohl, und den haben wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, weg, 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 weg. Sprint, sprint, sprint. Ach Mist, hier ist nicht mal eine Tür. Ich dachte, hier wäre eine Tür. Okay, kein Problem. Der Typ ist tot. Oh, nehmen wir das doch einfach mal. Oh, Fernlenklader. Komm schon, Kiste wird aufgenommen, Kiste wird aufgenommen. Juhu, unsere. Was ist das? Awesome. Das hatte ich ja noch nie. Ne, 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 ne. Oh, verdammt. Jetzt habe ich aus Versehen das Ding. Oh, komm schon. Ja, da wusste ich nicht, dass es... Okay, es ist ziemlich selbsterklärend. Fernlenkladung. Wenn man das drückt, dann explodiert das auch. Jawohl, haben wir den Typen da oben gekillt. Und ihn... Oh, habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, ich glaube, gleich ist die Runde hier auch schon vorbei. Aber es sieht so aus, als würden wir gewinnen. Oh, snap.
Aber ich glaube nicht, dass unsere Stats so berauschend sein werden. Yes, hier haben wir nochmal den einen Kill abgestaubt. Und den nächsten. Schnell nachladen. Also ich muss sagen, die Waffe ist gar nicht schlecht. Gefällt mir. Ein anderes Visier wäre nochmal ganz nice. Und das war sogar noch der letzte Kill. Und was haben wir denn? 12 zu 7. 1,71. Sehr Rating. Paduten, oh, Creek ist auch gejoint. Und ja, das war's für heute. Leider schon von Nukto Commander, aber ich muss das Ganze jetzt noch rendern, damit es noch rechtzeitig zu euch kommt. Und dementsprechend wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht auch, habt ihr zum Beispiel Wünsche nach einem, wollt ihr irgendeinen speziellen Modus, dass ich mal einspiele? Oder wollt ihr eine Folge, wo ich mal wieder nur das Scharfschützengewehr oder die Shotgun spiele? Also, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr bereit für Vorschläge. Und das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal.